damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge MTRP. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt immer so abkürzen soll, aber My Time at Portia. Heute wollten wir ein wenig auf die Jagd gehen. Ich weiß, dass hinterm Haus hier ein paar Lama-Gedöns am werkeln sind. Oh, wir haben Post. Warte mal kurz. Vom Rathaus. Wir machen bei der heutigen Versammlung auf dem Peach Plaza eine wichtige Ankündigung. Bitte kommen. Pünktlich um 19 Uhr. Okay, merken wir uns. Um 19 Uhr sollen wir am Rathaus sein. Wir werden jetzt mal kurz die ganzen Lamas da hinten abschlachten. Nein, nicht abschlachten. Aber wir werden mal ein, zwei kaputt machen. Einfach nur, um zu sehen, was wir bekommen von denen. Die waren noch hier, ne? Ne, noch weiter hinten. Ich will die eigentlich gar nicht. Die sehen so süß aus, aber ich muss. Ich wollte gar nicht alle kommen. Aber diese FPS-Drops, wenn ich diese Aktion ausführe, die nerven mich tatsächlich hart gerade. Aber okay. Ach, hier unten. Abgenutztes Fell, Fleisch, buntes Fell und Tierknochen. Aber ich brauche Code eigentlich, ne? Was mit dir? Das sieht ein bisschen leicht creepy aus mit den aufgerissenen Augen. So, Fleisch, abgenutztes Fell. Fell brauchen wir ja auch noch für irgendwas, ne? Ah, Code kann man hier einfach so aufsammeln. Okay, okay, okay. Gut zu wissen. Kürbissamen. Okay. So, kann man euch auch direkt umnieten? Welches Level seid ihr so? Brauche ich eigentlich auch? Ja, brauche ich. Oh, das sind Fernkämpfer. Okay. Passagier. Ich bin automatisch wieder zu Hause gespawnt. Auch nicht schlecht. Sind die eigentlich noch wieder so low oder füllen die sich wieder automatisch auf? Würde die eigentlich gerne weiter wegnatzen. Wenn ich jetzt wüsste, wo sie sind. Da, da sind sie. Ah ja, den bekomme ich down. Schleim und Käferei. Käferei, okay. Aber gute Erfahrung habe ich bekommen, glaube ich. Ich lasse das mal lieber jetzt. Zwei habe ich down gemacht. Ich wollte einfach nur gucken, was passiert. So, wir haben auch Code jetzt bekommen, was ich für irgendwas brauchte. Wird von Käfern ausgeschieden. Ziemlich eklig. Das Ei eines gewöhnlichen Käfers außerhalb der Stadt. Manche Fische essen es besonders gerne. Also, okay. Links liegt vor dem Fischschaukasten zum Füttern. Damit kann ich dann Fische fangen. Interessant. So, und Code brauchte ich jetzt für was nochmal? Ich habe echt einen Kopf wie ein Sieb, ne? Kann man halt nichts merken. Aber was man nicht im Kopf hat, hat man halt in den Beinen, ne? So, einfach mal ganzen Unkraut hier. Das ist kein Unkraut, ich weiß. Aber das sieht einfach nicht schön aus, wenn hier Sachen rumliegen. Oh, schön brav wieder durchs Tor gehen. Erstmal die Sachen wieder einsammeln. Achso, du brauchst wieder wahrscheinlich hier was zum Tanken. Ah, ja. Holz haben wir auch nicht mehr. Doch, eigentlich schon, ne? Haben wir kein Holz mehr? Das heißt, ich muss erstmal gleich wieder Holz fällen gehen. So, die Holzbretter haben wir auch. Die packe ich hier mit rein. Ihr nicht, oder? Doch, das kann auch hier mit rein. Fleisch nicht. Fleisch geht hier in die Kiste rein. So, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Hier, Code. War das für die Falle? Ah, nee, hier, für den Pflanzkasten. Das könnte ich theoretisch nur eine herstellen, weil Holzbrett fehlt. Okay. Fertigen. Damit habe ich auch quasi die Quest fertig, oder? Oha, bist du groß. Krass. Kann ich dich auch hierhin so? Kann ich das nur innerhalb meiner... Ich habe doch gar keinen Platz dafür. Ich stelle es einfach hier hinten hin.
Okay, drücke die rechte Maustaste, um den Status der Pflanze zu überprüfen. Halte das Saatgut in der Hand und drücke die linke Maustaste, um zu sehen. Name der Pflanze, drücke E, A? Was denn nun? E wahrscheinlich? Um unreife Pflanzen zu entfernen. Drücke E, um reife Pflanzen abzuernten. Halte den Dünger in der Hand und drücke die linke Maustaste, um ihn anzuwenden. So, wie viele Sachen kann ich hier jetzt draufballern? Habe ich überhaupt noch? Ich habe es weggehauen, oder? Nee, hier. Ah, nee, das ist Kürbis. Die hatte mir Saat gegeben. Das müsste bei Nahrung mit drin sein, ne? Ja, hier. Ganze 5. Es ist 12 Uhr. Wir müssen halt dran denken, 19 Uhr im Rathaus zu gehen. Sehen. Ah ja, das ist jetzt eine Pflanze dann, oder was? Dingen, ausroden, Dünger anwenden. Ah ja, ich kann es also hart beschleunigen, oder was? Aber gießen muss ich nicht, oder? Lassen wir das mal so. Wäre denn eigentlich die Quest damit fertig? Frage ich mich gerade. Ah ne, ich muss noch ernten. Okay. Aber wir müssen jetzt 2 Tage dafür warten, oder? Ich möchte gerne den Status überprüfen. Ja. 3 Tage sogar. Dann warten wir 3 Tage. Und den Rest packen wir hier wieder in die Kiste. So. Ich weiß nur noch nicht, wo ich das hier reinmachen soll. Beute? Einfach Beute. Soll ich mal Beutetruhe noch basteln? Aber wir brauchen Holz dafür. Na? Also ich will es ja nicht beschreien, ne? Aber gerade haben wir keine FPS-Drops, sollen wir Aktionen ausführen. Ist das noch manchmal so? Oder muss das Spiel erst warm laufen? So blöd das auch klingen mag. So, ich habe jetzt genug für... Na, komm, ein bisschen noch. Ah, ich sehe gerade. Das sollte es auch erstmal reichen. Weil... Guck mal, hier sind auch Lamas. Da unten ist auch noch das... Nee, das ist kein Boot. Ich wollte gerade sagen, da unten ist ein Boot, aber... Ich habe nichts gesagt. Dann gehen wir mal kurz die eine Kiste machen. Die Beutkiste. So, die werden wir jetzt, warte mal. Kann man das auch zur Beute zählen? Theoretisch schon, ne? Wir packen das jetzt einfach mal mit da rein. Das ist Beute. Du nicht? Du ja, du auch. Ich sag mal, Tierkot ist auch Beute. Das ist... Hier kriegen wir auch GP wieder. Das kann ich wahrscheinlich irgendwann weiterverarbeiten. Genauso wie die Bären. Da müssen wir mal schauen. Wo habe ich eigentlich die Kräuter hingeballert? Ich hatte eigentlich gut Kräuter, ne? Die habe ich hier mit reingemacht. Warum? Nicht sicher. Gut, das hätten wir. Es ist 15 Uhr erst, wir haben noch 4 Stunden Zeit. Was machen wir in der Zwischenzeit? Hier ist auch fast fertig. Achso, wir könnten noch ein bisschen Kupfer machen. Nee, Quatsch, Bronze wollten wir machen. Ich weiß zwar nicht, wie viel ich brauche, aber wir machen mal maximal, weil es dauert eh gute Zeit. Und wir müssen nachher auch wieder Steine nachfüllen dann. Was wäre das nächste gewesen? Ich muss noch mal kurz gucken hier.
Nicht die Textilmaschine. Wir wollten, glaube ich, uns eine Bronze-Axt machen. Da. Bronze-Axt und Bronze-Spitzhacke dann, ne? Aber wir brauchen noch Werkzeuge pur. Verbesserungsset von Werkzeuge pur. Das ist wahrscheinlich ein Laden in der Stadt, ne? Genau, hier brauchen wir 3 Bronzebahnen, hier brauchen wir 2. Das sind 5 schon an der Zahl. Und hier brauchten wir auch noch was. 4 insgesamt. Ah, siehst du, da brauche ich sogar 9 insgesamt. Sogar einer zu wenig, aber das passt schon. Wäre jetzt cool, wenn ich meine SP noch irgendwie auffüllen könnte. Ich gehe mal kurz in die Stadt jetzt. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, um uns zu... okay, guckt euch das mal an. Hier ist so viel, was wir noch angucken müssen. Ganz viele neue Bekanntschaften. Charaktere. Ach, guck mal, wir haben ja noch Skillpunkte. Wie viel haben wir denn dann? Ah, hier, 4. Warte mal, erstmal machen wir hier. Oh, warte mal, können wir das mal wieder rückgängig machen? Abbrechen. So. Beim Einsatz der Spitzhacke Ausdauerkosten um 50% verringern. Oh, dass ich das die ganze Zeit nicht gemacht habe, ne? Hier hätten wir zum Beispiel auch einiges ersparen können. Baumtreten und Ernteaktivitäten haben eine Chance von 6% auf doppelte Chance. 12%. Hallo, ich will noch mehr. Ich hätte doch 4 Punkte, oder nicht? Warte mal, 1, 2, 3, 4. Oh, schon alles weg. Ja, das ist aber eigentlich ganz nice, ne? Oh, ich glaube, ich werde erst alles auf Sammeldings machen. Wobei, Kampf muss ich wahrscheinlich auch machen. Ich weiß halt nicht, ob ich überhaupt alles skillen kann. Ich weiß halt nicht, was das Max-Level ist. Das sollte ich vielleicht nochmal in Erfahrung bringen, damit ich wirklich vorausplanen kann. Und ich hoffe, dass man irgendwie, irgendwann nochmal die Möglichkeit hat, die Skillpunkte zur Not auch nochmal zurückzusetzen. Aber ich wende es jetzt trotzdem an. Also sammeln würde ich wahrscheinlich alles auf Max machen. Erhöht die Chance auf einen seltenen Gegenstand aus dem Steinbruch um 100%. Ah ja, das ist eigentlich auch cool. Verringert die Schwierigkeit beim Zähmen eines Reittiers um 25%. Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das brauche. Er hat jetzt zusätzlich 25% Wachstum nach dem Reittiertraining. Ja, da schauen wir mal noch. Ich denke mal, man muss sich für ein Skilltree entscheiden. So, hier sind ganz viele Leute. Tobi. Did you just move here? Never seen you before. Ich hab dich auch noch nicht gesehen. Schüler- und Teilzeitabenteurerin, wann? Was? Ah, so schnell kann ich nicht lesen. Django is the best teacher ever. Das ist cool, okay. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier ist doch irgendwo sicher. Da ist die Baumschule. Geht's hier eigentlich noch. Ach, guck mal, hier ist auch noch was. Zerfallenes Ödland. Ah, ne, das ist wahrscheinlich nachher schon. Ist ein bisschen belastend, dass die Karte sich nur so leicht, also schwer bewegen lässt. Wie hieß denn das jetzt? Irgendwie Werkzeuge pur, ne? Aber haben wir gar nicht hier in der Stadt, oder? Da ist auch noch was. Angelplatz. Achso, das ist die Quest hier. Brücke zur Bernsteininsel. Das muss ich ja noch machen. Portiashafen. Ach, guck mal, hier ist auch noch was. Da waren wir noch nicht. Also können die Karte sogar noch ein bisschen weiter erkunden, wie es scheint. Also kann man das irgendwie... Aber das ist gerade richtig, richtig nervig. Können wir das einstellen, dass wir die Karte ein bisschen schneller... Karte, Karte, Karte. Karte? Hallo? Gibt's wohl nicht. Das ist belastend. Aber Werkzeuge pur habe ich jetzt nicht gesehen. Hier in der Stadt. Nach 3 Stunden, bis die Bekanntmachung gemacht wird. Wir gehen mal ins Café. Jack. Mit Jack haben wir auch noch nicht geredet, oder? Ach doch, haben wir schon. Oh, die Geschichten würde ich auch gerne mal hören wollen. Goodbye. Ah, oh, die machen hier eine kleine Wanderschaft. Wir gehen mal ins Café. Mal schauen. Okay, vielleicht auch nicht. Komm da nicht rein. Lucy. Hi. We don't get new people moving all the way out here too often, so nice to meet you. Lehrerin, okay. Ich habe natürlich nicht gelesen, ob du verheiratet bist. I've been teaching my students about the history of Portia recently. They seem to be really into it. Even Toby and Molly. Okay, Toby haben wir schon kennengelernt, aber Molly noch nicht. Was ist mit dir falsch hier?
Alice? Hi. Gärtnerin, Amateurschriftstellerin. You are? Ich bin der Marco. Working on my novel. It's slowly coming together. Das freut mich. Lass ihn mich bitte lesen, wenn er fertig ist. So, mal ein bisschen hier erkunden. Oh, Pinky! Miau, miau. Streunende Katze. Miau. Wir können sogar... Warte mal, hast du auch hier? Tatsächlich. Wir können sogar mit der Katze noch die Beziehung aufbauen. Sehr schön. Ein Haus. Gehen wir mal ins Haus rein. Kann ich umziehen? Kann ich hier einziehen? Nein? Oh, das gefällt mir schon mal direkt hier. Ja, wir werden es bei uns auch noch so schön einrichten, oder? Gucken, ob ich nachher auch ein anderes Bett machen kann. Oder sind die... Ja, oder? Nee, ich habe ein anderes Bett, ne? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich ein Doppelbett habe. Ich glaube, ich habe ein Einzelbett, ne? Okay. Gehen wir mal weiter. Entschuldigung. Hier oben wäre sogar die andere verlassene Ruine, ne? Da ist die Klinik. Also ich muss tatsächlich hier hoch mal. Oh, wir haben noch eine Stunde. Wir sollten vielleicht uns die Zeit auch noch einplanen. Hier kann man Pferde holen. Was ist das hier? Das Gildensymbol der fliegenden Schweine. Das Gildenzentrum befindet sich in Lucien. Die Gilde widmet sich der Erkundung der Welt und der Verteidigung der Schwachen. Sie hat überall Anhänger. Ah ja. Kurz in die Klinik rein. Dr. Su! Hey, welcome to Portia. Versammlung um 19 Uhr. Ich krieg noch eine Erinnerung, cool. So come see me when you need to heal up or buy health items. Here, have the... Ja, ich krieg Kräuter, sehr schön. Dankeschön. Phyllis, ich würde gerne mit dir reden, aber ich muss kurz runter. Die Versammlung ruft. Aber ich glaube, ihr geht jetzt alle dahin, oder? Die scheinen auch gerade unterwegs sein zu sein. Dann rede ich jetzt einfach nochmal mit Phyllis. Oh, ich bin Marco. Dr. Su is a great doctor. I'm studying under him to learn everything I can. Hier in Portia wahrscheinlich nicht, ne? Könntest die Klinik eventuell übernehmen, aber ich nehme eine Abkürzung. Wir wollen ja nicht zu spät sein, ne? Und zack. Und zack. Oh, sie stehen schon alle hier. Aber mit wem habe ich hier jetzt noch nicht geredet? Ist das Albert? Welcome. If you're in need of a house or workshop upgrades, this is the place to be. All you need to do is select a plan from the catalog book in our company. Alles klar, ich muss also erstmal zu wen anderen. Ich krieg von jedem hier was geschenkt. Wie cool ist das denn? Ich bleib jetzt hier einfach stehen. Das ist mal cool, die Versammlung. Und Geld ist auch der Bürgermeister, wusste ich doch. Ich denk mal, wer derzeit was. Guten Abend allerseits. We've been having lots of panbat sightings recently. I know they're cute, but still, don't go near them. They're dangerous. Panda-Mäuse? I've asked the Civil Corps to try something to scare them off, but I'm not holding up much hope. Okay, ist sie so unzuverlässig, die Ziviltruppe? We all know what a panbat infestation's like. Sometimes I wish we had a tank. Ein Panzer? Um die Panda-Maus-Plagge wegzumachen, oder was? In other news, we've decided to proceed with the building of a bridge to Amber Island. A builder has already been picked for this project. Huhu, hier, das bin ich. Hallo, hallo. Also, we are in preparations for the construction of the DD transportation system. I'll be securing the funding over the coming weeks and pick a builder soon. Any donations are welcome. Ich glaube auch, das werde ich sein, oder? Bald einen Handwerker auswählen? Wer soll's sonst machen? What? How come I didn't hear about the bridge? When was this? Ha, Higgins, Alter. Oh, now I finally get to fish there. He's asking for money again. Finally, we have a new builder in town this week who lives in the old workshop outside the city gate. Let's all give a warm welcome. Na, zu freundlich. Wow, selbst Higgins hat geklatscht. Der Fug. Okay, damit ist die Versammlung fertig. Alter, die hat fast 2 Stunden gedauert. Hey, Pauli. Welcome, smallish builder. I sell furniture here in my store. So if you have any need for manly decors, you know where to... And since I'm so manly, I'm going to get...
Ja, nice. Hartholz bekommen. Hartholz brauchten wir eine ganze Menge, ne? Oh, da liegt auch schon wieder was. Aber ich glaube, Kräuter haben wir gerade genug und ich habe eh keine. Ja, doch, ein bisschen hätten wir, aber. So, erstmal hier ein bisschen Zeugs wieder reinmachen. Die Kräuter gehen da rein. Das war, glaube ich, meine Ressourcenkiste. Ja. Alles rein da. Und ich glaube, die Kiste reicht bei weitem nicht aus. Vier Plätze haben wir noch. Gut, das dauert noch ein bisschen. Die sind fertig. Leute. Ich will zwar nicht sagen, ne? Aber. Ich würde sagen, der Tag ist zu Ende und tatsächlich auch die Folge. Ich finde das sehr interessant, dass ein Tag tatsächlich hier irgendwie 20 Minuten geht. Von daher, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich bedanke mich herzlich wieder fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.